So, und willkommen zur erstmal vorletz nee, zur letzten Folge. Zur vorerst letzten Folge, so rum. Von dem Yuanchi. Mindtest Subgame Special Event. Oder so ähnlich. Genau. Damit ist dann die Woche auch schon wieder rum. Und dann ist es nächste Woche dann. Ich bin halt am Überlegen, weil ich will halt zum einen auch. Ne, mir ist halt letztens wieder seit einer Weile mal Vogue's Land über den Weg gelaufen. Und Vogue's Land ist halt wirklich komplett eigen. Also, die sind halt sehr anders als die anderen kleinen Mädchen. Nein. Als halt, ne, so, das ist halt komplett, also, Schnauze. Ist halt anders als meintest. Und dementsprechend würde ich da halt schon gerne ein kleines Let's Play drüber machen. Aber jetzt quasi gleich direkt noch ein Special. Da haben wir jetzt quasi drei Specials direkt hintereinander. Erstes für alte Mindtest-Version, jetzt das für, ne, das hier, das Game. Und dann direkt danach Vogue's Land. Ich weiß nicht. Ich will es zwar irgendwie machen, aber zum anderen können wir hier die Bäume wachsen. Zum anderen weiß ich nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Okay, wir flitzen mal kurz rüber und bauen mal da vorne die ganzen Bäume ab. Erst sind es Apfelbäume. Also der da nicht, aber den bauen wir trotzdem auch mit ab. Und zweitens stören die Bäume da hier so ein bisschen in der Landschaft. Die sehen nicht gut aus, die gefallen mir nicht. Weil da ist Bambus, da ist Tanne und da sind hier auf einmal ein paar Apfelbäume. Hallo? Das macht aber gar keinen Sinn. So überhaupt gar keinen Sinn. So wirklich gar keinen Sinn. Von daher können die weg. Die braucht Kinder, die will Kinder. Hä? Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt gehalten. Geht doch. Spring noch mal. Wir laufen, wir laufen den ganzen Tag. Ich mag diese Musik. Fortgeschrittener Holzfäller. Und was ist mit fortgelaufen? Gibt es jetzt keine fortgelaufenen mehr? Sind die alle schon fortgelaufen? Manchmal, da denke ich halt, Junge, du könntest Komiker werden. Und dann denke ich mir wieder so, lass mal nicht machen. Oh, der erste Baum ist schon Geschichte. Sehr schön. Der nächste Baum ist Geschichte. Die Bäume hier sind auch bald Geschichte. Die stehen sogar schon im Geschichtsbuch. Gleich haben wir ein paar Äpfel bekommen. Vor allen Dingen aber Holz. Ich habe jetzt gerade kein Dirt dabei, oder? Ach, Scheiße. Ich bin der Staubsauger, ich sauge den ganzen Tag. Eigentlich könnte man mit so einer komischen Mod, ne, hier dieses Item Drop Mod, könnte man auch super so einen BSR Simulator spielen. Einfach überall Items spawnen lassen und man selber muss dann immer durchfahren und damit so die ganzen Sachen so aufsaugen. Richtig schön. Ich weiß.
Ja. Das ist meine Vorstellung vom Leben. Easy. So, okay, dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Hier, der Strand ist jetzt sauber und ordentlich. Und wir können wieder zurück zu unserer Wohnung. Immer was essen. Sehr schön. Mal gucken, ob die Bäume mittlerweile mindestens ein paar gewachsen sind. Scheiße, wir haben nur noch ein Loch wir haben noch gar kein Fenster. Und ich habe aber das ganze andere Fenster gleich weggeworfen. It again, maybe later. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Du willst mich verarschen. Danke. Na, ah, super. Jetzt muss ich wieder extra wieder Glas brennen. Der klappt dir nicht. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müsste passen. So, Holz. Ach, wir hatten doch Sand dabei. Egal. Siehst du, können wir die ganzen Blätter wegpacken. Direkt. Bevor die mir noch anfangen, auf den Sack zu gehen. So, dann machen wir hier ein bisschen Glas. Da. Tja, scheint wirklich so zu sein, wie als wenn dieser Bug mittlerweile behoben ist. Ich sehe in allen Richtungen weiterhin das Wasser. Hm. Ah ja. Gut, die 8 Glasscheiben hebe ich jetzt doch mal auf, für den Fall, ne, dass ich hier nicht andauernd alles immer neu machen muss. So, weg da. Okay, wir haben Holz. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt nach Scheiße. Hallo? Ja, 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 komm jetzt. Also, das ist jetzt aber nie dein Ernst. Ah. Oh. Keine Ahnung. Genau. Hier waren wir. Hier muss noch 3 Holz hin und. Nein. So, hier muss. Willst du dich verarschen? Deutlicher Betrug ist das. Na, Schnauze. Der lacht sich über mich aus. Der lacht sich über mich aus. Nein, das war. Ich wollte auf den Baum raufspringen. Nichts ahnen, dass ich das eh nicht schaffen würde. So. Damit ist die Grundstruktur schon mal fertig. Dann würde ich mal sagen. Scheiße, gibt's auf dem Server Replacement? Habe ich Replacement Tool hinzugefügt? Ja! Gott sei Dank, ich habe das Replacement Tool hinzugefügt. Ich dachte schon. So, da brauchen wir aber erstmal Kisten für. Achso, habe ich ja dabei. Das heißt, hier zweimal. Und dann einmal Stock. Ich weiß, wir haben noch Stöcker, aber ist mir gerade egal. Dann müsste ich erstmal in die Truhe rangehen. Darauf habe ich gerade keinen Bock. So, jetzt brauchen wir ganz viel Holz. Wie viel eigentlich? Wir haben 6 mal 11. 13. Das heißt, wir brauchen 6 mal 13. Das wären 78. Oder sind? Könnte. Keine Ahnung. 78. So, 78, da brauchen wir dann also. Ja. Ist das scheiße? Ist ja auch egal, wir können einfach ein bisschen mehr machen. Ist ja auch kacke. Ey, komm ich weg hier. Dann gehst du mal bitte in Wow und dann brauchen wir. Wie viel hast du gesagt? 78. Perfekt. Holy shit. So, dich füge ich mal hier unten ein. So, als Kopiervorlage.
Und jetzt, meine Damen und Herren, präsentiere ich den Schlechter. Ich mache mal hier den Sand weg, damit ich hier nicht hängen bleibe. So ungefähr. So. Ja. Sieht doch geil aus. Hat man hier so richtig schöne Ecke für, weiß nicht, irgendwelche Ablager, Küche und so ein Scheiß, ne? Was tue ich hier gerade? So. Ah, was tue ich hier gerade? Ich muss auch hier hin. Na, ist richtig. Was jetzt? Wo ist das? Hey, Replacement Tool? Danke. Ich bin gerade am überlegen, ob ich dafür noch eine Ebene vorziehe. Andererseits könnte das aber auch schon zu viel sein. Eieiei. Nee, ich lasse es so. Ich denke mal, so ist es gut. Der Vorteil ist nämlich, dann habe ich nämlich hier wieder den Balken als Fläche, wo ich hier wieder die Leiter gegenbauen kann. Also hier, ne? Von daher machen wir es doch gleich mal. Achso, halt, ich habe doch noch Leitern. Massig. Wenn wir irgendwas so viel hätten wie Leitern und Blätter, dann würde ich aber... Habe ich die Eiskalt noch draußen gelassen? Das wäre ja Katastrophe. Ja, holy moly. So, ist hier was gewachsen? Nee. Schnauze. Wir könnten hier noch eine Tür machen, so keine Seitentür. Mal gucken, später. Schaffen wir in der Folge sowieso nicht und damit ist die Sache sowieso erstmal pausiert, von daher. So. Wunderbärchen. Jetzt können wir hier dann die Schräge rauf machen. So ungefähr. Alter, ich feiere die Hintergrundmelodie so extrem. Ich werde echt mal überlegen, ob ich das nicht auf meinen anderen Servern tatsächlich doch meinen Wunsch umsetze und da auch Hintergrund, also diese Ambienz-Mod installiere. Das Problem ist halt, die verbraucht so unendlich viel Traffic beim Laden und die Server brauchen sowieso schon so lange zum Laden. Und wenn dann auch noch so ein 18 MB Musikpack damit geladen wird, oder keine Ahnung mehr, wie viel es waren, auf jeden Fall ein bisschen was, dann dauert das Laden das erste Mal connecten halt noch länger. Diese scheiß Schafe. Macht mich gaga. Warum ist das so laut? Das ist halt völlig unrealistisch. Ich meine, kein Mensch macht beim... Okay, ist auch kein Mensch, aber ich meine, kein Lebewesen macht beim Grasessen so einen Krach. Ich meine, was ist das? Geröstetes Gras? Schön hier angebraten oder so? Paniertes Gras. So, dann sehen wir doch schon, wo die Reise auch irgendwann hingeht. Easy. Ach, ist doch geil, oh, ich freue mich schon so. Und mal gucken, ich meine, die Welt wird ja sowieso nicht gelöscht, weil also das ist mein Server. Das heißt, das hier bleibt sowieso so stehen. Vielleicht benenne ich die Folgen dann tatsächlich um und hänge überall noch eine 0 vorne dran.
also statt, also mach nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern halt ne zweistellig, also 01, 02, 03, 04, 05, 06. Und wer weiß, vielleicht können wir dann später dann direkt hier weitermachen. Wenn ihr euch dazu entschließen solltet, zu sagen, okay, Ron, ich hätte gerne von dem Server noch ein paar mehr Folgen, meinetwegen, deswegen mache ich ja diese ganzen Specials, A, um selber die ganze Sache mal ein bisschen tiefgründiger kennenzulernen und vor allen Dingen auch, damit ihr sagen könnt, okay, ja, von dem Server oder von dem Subgame würde ich auch gerne noch mal ein bisschen mehr sehen. Warum nicht? Es ist wirklich eine scheiß geile Gegend hier. Ja, diese kleine Insel auszuakoren war wirklich die beste Idee, die ich haben konnte. Das wird genial. Meine kleine Residenz. Sehr geil, das Ganze. Sehr, sehr geil. So, die Sache ist, jetzt müssen wir erstmal um das Dach irgendwie. Es wäre günstiger, um Querbalken zu verlegen. Voll verlegen. Ich versuche mal hier nochmal raufzukommen. So. Die Sache ist, dafür habe ich gar nicht genug Holz. Viermal Holz wird ein bisschen wenig. Das heißt, ich baue jetzt hier mal zuallererst doch mal hier ein paar Bäume ab. Dafür sind die Bäume ja auch primär da. Und ich hoffe, kein Baum ist so nah an den Hausrand rangewachsen, dass jetzt auch das gesamte Haus abbeißt. Aber ich hoffe mal, sieht gut aus. Nein, meine Axt, die ist ja dort. Dalakrieg. Ja, ich habe gestern eine Doku über Hitler gesehen. Da ging es um die Frage, ob Hitler der größte Feldherr war. Mit der klaren Antwort, nein, war er nicht. Der Typ war absolut dumm. Aber gut, das ist ja alles bekannt. Seine Fehleinschätzungen sind ja teilweise legendär. So, wir brauchen eine neue Axt. Ey, jetzt hatten wir so ultra schön viel Diamantenwerkzeuge. Und haben die nicht mal verwendet im Let's Play. Das ist echt traurig. So, die Blätter hier nehmen wir mal manuell ab. So. Ach, dann warten wir mal, bis die Bäume hier das Heidliche segnen. Oh, okay. Die vorletzte Reihe ist diesmal auch nicht. Hier los. Habe ich außerdem mal die Schleichtaste gedrückt, dass er hier abgebrochen hat, oder waren die Bäume, war das Holz zu weit weg? Weil teilweise ist es ja so, wenn die Bäume zu nah aneinander wachsen, dann ne, dann wächst halt ein Baum da, wo bei dem anderen Baum schon die Blätter sind. Und damit ist dann an der Stelle kein Holz mehr. Und damit ist halt teilweise die Verbindung unterbrochen. Zwischen den einzelnen Holzblöcken. Und ja, damit... was ist hier los? Das merkt man dann halt vor allen Dingen dadurch, dass die Woodcutting-Mod da nicht mehr weiterbaut. Also abbaut. Da ist auch noch einer. Alter, weg da. Ihr hättet früher wachsen können. Hättet ihr Feierabend. So, hier ist noch was reingefallen.
sehr schön. Eigentlich kann ich doch hier so ein Ding machen. So, jetzt haben wir genug Holz, um den Dachquerbalken da nochmal zu befestigen. Das wäre mir ein sehr hübsches Anliegen. So, jetzt wird's spannend. Ich glaube, ohne einmal abzustürzen, bekomme ich das gar nicht hin. Denn ich müsste jetzt quasi so machen. Ah doch, okay, so kann ich auch. Nee, das funktioniert so nicht. Ich müsste beim Springen noch die Shift-Taste gedrückt halten. Ah, geht doch. Nice. Was? Ach ja, es gibt noch Scheiß, die war dann. Nein. Hab ich das Replacement-Tool dabei? Ja. Jetzt habe ich die Shift-Taste. Aber willst du sie verarschen? Ich krieg eine Krise. So. Jetzt einmal kopieren und dann Nein! Och nö. Das wird komplizierter als ich dachte. Nein. Mann. So. Holy moly. 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 Schon wieder runtergefallen, natürlich, warum auch nicht? Diese Schmerzen. Sie hören nicht mehr auf. So. Erde an Baumblöcklein. Herkommen. Sehr schön. Jetzt kann man hier so schon reinkommen. Man könnte eigentlich sogar noch. Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Man könnte hier doch rein theoretisch noch eine Zwischenwand einziehen. Dann hat man so einen abgegrenzten Eingangsbereich. So ungefähr. Und dann hat man hier so schon einen Eingangsbereich. Und hier hat man, wie gesagt, so eine richtig schöne kleine Nische, wo man dann besser geil was bauen kann. Irgendwie was, ja, Tropflappen oder sowas aufhängen kann, keine Ahnung. Ich würde aber hier doch gerne noch so ein kleines Licht einbauen. Ein paar Fensterscheiben haben wir ja noch. Mir könnte das sogar genau passen. Genau, da haben wir genau 8 Dinger, 8 Fensterscheiben haben wir auch noch. Das passt perfekt, passt das. Das passt so perfekt, das könnte von mir sein. Tada! Ist das nicht genial oder ist das genial? Ist doch geil, ist doch geil. Ha. Meine Fresse. Das Haus wird besser, als es eigentlich werden sollte. Oder mehr, als ich gedacht hätte, dass ich in der kurzen Zeit schaffe. So, hier ist auch noch alles protected. Sehr schön. Das wäre nämlich jetzt das größte Problem. Die Frage ist, bis wohin ist protected? Okay, hier oben ist auch noch protected. Sehr schön. Gut, gut, gut. Okay. Das heißt, nach oben hin haben wir auch mehr als genug protected. Das ist sehr gut. Gut, schön, aber es ist doch soweit eigentlich relativ gut gemacht. Ich meine, seriously, ist das genial oder ist das genial? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hieraus nicht eine dünne Wand machen, weil die sieht halt viel zu dick aus. Die sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus. Da können wir zwar nichts mehr gegenstellen, aber ganz ehrlich, fuck off. So sieht es doch ein bisschen kacke aus. Und Sachen, die kacke aussehen, finde ich kacke.
Das Problem ist, wir können auch nichts rotieren, weil wir können keinen Schraubendreher bauen. Fällt mir gerade mal so ein. Das heißt, wir müssen beten, dass wenn ich jetzt so ein kleines Ding dann gleich platziere, dass auch richtig rotiert ist. Weil im Nachhinein rotiert bekommen wir es nicht mehr. Wir bauen mal 36, sollten reichen. So, ich muss das jetzt quasi hier gegenbauen. Was? Och nee, ne? So geht auch nicht. Hä? Oh, scheiße. Ich krieg das gar nicht rotiert. Nee, ne? Oh Gott. Das jetzt, ich krieg's ja gar nicht rotiert. Ich krieg's ja überhaupt nicht richtig hin. Ja, das hat gut funktioniert. Nee. Okay. Ja. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist eher scheiße. Das ist ja total kacke. Kann ich das hier so gegenbauen? Nee, ne? Nee, auch nicht. Der macht generell gerade. Also waagerecht und nicht senkrecht. Ich will es senkrecht haben. Oh ja, ja, ja. Wir haben kein Eisen für Schraubendreher bauen. Mit Schiffbrücken geht auch nicht. Das jetzt ein bisschen deprimierend. Na gut, dann müssen wir hier doch eine dicke Wand reinmachen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, ist ja immerhin eine tragende Wand, ne? Weil die kriegt da hier oben quasi das Gerüst. Ist zwar ein bisschen schade, aber gut, wenn das halt nicht anders geht, dann geht das halt nicht anders. Na gut, jetzt sind beide Räume gleich groß. Ob ich das so schön finde, weiß ich auch noch nicht. Eigentlich wollte ich die Wand wieder dahin bauen, weil es gerade eher so ein Fehler als gewollt. Ach scheiße, die Wand dann. Für die Wand halt noch dicker, fällt eh keinem auf. Wieso kann ich in mir bauen? Das geht immer normalerweise gar nicht. So kann ich auch nicht bauen, aber so? Moment mal. Ah, okay, wow, wow. Okay, naja. Also die Abfrage, ob man in sich bauen kann oder nicht, die scheint sehr weitläufig zu sein. Aber gut, was soll's. Ach, ne. Oh Gott, das ist noch länger dauern. Ist ja fast genauso schnell. Okay. Wir brauchen mal richtige Werkzeuge. Das Problem ist, wir können uns halt nichts bauen, weil wir haben kein Eisen, wir haben kein Zinn, um damit Bronze zu machen. Wir haben nur Stein und, ja, Holz. Aber gut, für das kurze Let's Play reicht es erstmal aus. Und wenn wir irgendwann mal doch hier weiterspielen sollten, dann kann ich da wieder in die Mine gehen und gucken, ob wir nicht doch irgendwie mal Zinn oder Eisen finden. So muss das erstmal passen und ich würde mal sagen, sieht doch gut aus. Okay, mit den Worten verabschiede ich mich dann und würde dann mal sagen, bis irgendwann mal später. Entweder zu Vogue'sland oder zu was anderem. Bis dann. Schau mit vor.